recht scheu. Doch er ist stärker, als es scheint, ganz mutig und sehr treu. Wie man sonst im ganzen Batwheels-Team löst Rätsel wie er. Auch den Riddler durchschaut er mit scharfem Sinn, ihn zu täuschen ist sehr schwer. Doch das ist alles nur der nicht ausgeschaltet. Einen Moment kurz. So, ein super Bild vom besten Superhelden auf der Welt. Robin. Und ich will ja nicht angeben, aber er ist quasi sowas wie mein bester Freund. Hey, BC, ich mache ein Videotagebuch mit einer Bat-Drohne. Kannst du uns vielleicht was zu Robin zeigen? Mit dem größten Vergnügen, Redbird. Robin ist ein cooler, verkleideter Verbrecherjäger, der Gotham City beschützt. Er ist Batmans Partner und gemeinsam bringen sie Schurken zur Strecke. Geht's, Wunderknabe! Warum wird Robin eigentlich so genannt? Vermutlich, weil er ein Knabe ist und obendrein ein Wunder. Klar, ein Wunder wie aus dem Bilderbuch. Das wusste ich. Noch viel besser finde ich aber, dass ich Robins allerliebstes Auto für die turbulente Verbrecherjagd bin. Zusammen sind wir schon auf so vielen Missionen gewesen. Es gibt nichts, das Robin mehr gefällt, als einen Verbrecher dingfest zu machen. Abgesehen von dem leckeren Burger, den er sich danach gönnt. Robin hat mich mit denselben Gadgets ausgestattet, die er hat. Nicht nur mit dem Ninja-Stab, sondern auch mit der Bärtarnung. So können wir so gut wie unsichtbar werden. Au! Red benutzt seine Bärtarnung schon wieder in der Höhle. Redbird? Entschuldige. Was ich sagen will ist, Robin und ich sind fast sowas wie Zwillinge. Und ich denke, deswegen habe ich ihn mir als Lieblingsheld ausgesucht. Alarm! Angeblich bricht der Riddler bei Star Labs ein. Robin ist schon auf dem Weg. Heiliger Hubraum, dann erwartet mich wohl wieder eine rasante Spritztour mit Robin. Also bis später, Leute. Mit Robin zahlt er, was er kann. Sind übel dran, weil das neue Bat-Team sie stoppen kann. Denn Batman und Robin reagieren dann prompt. Doch wisst ihr, wie ein Held zu seinem Einsatz kommt? Die schnellen Batwheels helfen ihm jederzeit. Batwheels sind zu allem bereit. Batwheels werden Sieger sein. Batwheels setzen sich für Batman ein. Bam, Buff und Phoebe, Redbird und Wing. Lassen die Reifen quietschen, das ist ihr Ding. Wenn ihr auf Motoren Lärm und Tempo steht, seht hier, wie in der Betthöhle die Action abgeht. Batwheels kämpfen gegen Unrecht und Leid. Batwheels sind zu allem bereit. Batwheels werden Sieger sein. Batwheels setzen sich für Batman ein. Und Bibi, Redbird und Wing lassen die Reifen quietschen, das ist ihr Ding.
Wenn ihr auf Motoren, Lärm und Tempo steht, seht hier, wie in der Betthöhle die Action abgeht. Fab Wheels! Kämpfen Wheels, jetzt wird's heftig. Räder drehen sich stark und kräftig. Alles auf Start, die Spannung ist groß. Batman braucht sein Team, es geht los! Truck, hier tritt er an und zeigt uns, was er alles kann. So stark ist er, so mutig und hart. Sein Herz jedoch ist ganz lieb und zart. Wer hier springt und kurvt und kreist, ist Batgirls Motorrad, das Bibi heißt. Fliegt Batwing los, blickt man gern zu ihr auf. Das Flugzeug hat Loopings und Sturzflügel drauf. Redbird ist super schnell, wenn Robin mit ihm fährt. Das hat sich auf der Jagd nach Gothams Schurken oft bewährt. Kennt ihr unseren Anführer? Das ist das Batmobil. Denn Bam ist ein Held, ein großer, doch locker ist sein Stil. Zeit für die Batwheels, jetzt wird's heftig. Räder drehen sich stark und kräftig. Alles auf Start, die Spannung ist groß. Batman braucht sein Team, es geht los. Zeit für die Batwheels, jetzt wird's heftig. Räder drehen sich stark und kräftig. Alles auf Start, die Spannung ist groß. Batman braucht sein Team, es geht los. Alle mal herhören, Batwheels. Ein Batsender im Parkhaus von Wayne Enterprises ist aktiviert worden. Das Komische ist, ich sehe Batman, aber er antwortet nicht auf meine Anrufe. Keine Sorge, wir sehen nach, BC. Überraschung! Crash? Du bist nicht Batman! Woher hast du das Cape? Kann mir mal jemand zur Hand gehen? Wir stehlen mit Fingerspitzengefühl das Batmobil. Mich? Ah, Finger weg! Oh oh, die Legion der Düser. War ja klar, dass ihr dahinter steckt. Das Cape gehört Batman. Batwheels, kommt zu mir zur Verstärkung. Na dann, Düser, starten wir Plan weg mit euch. Langsam, Bamilein! Wow, wie es aussieht, haben Bam und Red die Party schon gut angeheizt. Willst du Eis, Redbird? Hey, das gehört mir! Wir sind immer noch in der Unterzahl. Bibi, Batwing, wo steckt ihr nur? Schon da! Also, dieser Abfahrt sieht doch lustig aus. Oder vielleicht auch nicht. Autos und Roboter waren früher stabiler. Gute Arbeit, Batwheels. Wer weiß, was die Legion mit einem von Batmans Capes hätte anstellen können. Das können sie sich abschminken. Wenn jemand so tut, als wäre er Batman, dann bin das ich. Doch jeder Tag geht mal vorbei.
Batterie ist tot. Ist ein Pechtag. Leben schwer, wo kriegst du dein Bett und dein Essen her? Alles hier ist dirt und fad, doch das ist nicht schlimm, denn die Rettung naht. Ich war gar nicht groß auf eine Freundschaft aus, doch dich zu finden stellte sich sehr schnell als Glücksfall heraus. Und nun bist du tatsächlich hier, und darum verspreche ich dir, ich werde dich schützen in meinem Arm, ich werde dich schützen und halte dich warm, ich werde dich schützen gegen. Bei den Düsern kommt sie damit richtig gut an. Ja, die Düser sind hier, nehmt euch alle in Acht. Wenn die fiese Legion Gotham unsicher macht, ihr Bad Weird, seid bloß vorsichtig und macht euch bereit. Wenn die Düser erscheinen, wird es fies und gemein. Ja, die Düser sind hier, nehmt euch alle in Acht. Wenn die fiese Legion Gotham unsicher macht, ihr Bad Wheels, seid bloß vorsichtig und macht euch bereit. Wenn die Düser erscheinen, wird es fies und gemein. Fies und gemein. We'll be right back.
keinen Schaden an. Und er nur ist es, der darüber lacht. Joker, Joker, hüte dich vom Joker, sonst schlägt er zu. Joker, Joker, triff bloß nicht auf den Joker. Den Schaden hast sonst du. Er schafft Verwirrung, das ist sein Plan. Vielen Leuten hat er Unrecht schon getan. Er will dich kriegen und dich besiegen. Nur Batman wirft den Joker aus der Bahn. Joker, Joker, hüte dich vom Joker, sonst schlägt er zu. Joker, Joker, triff bloß nicht auf den Joker. Den Schaden hast sonst du. Hüte dich vom Joker. Hüte dich vom Joker. Ein Auto-Superstar. Bam, bam, mutig und genial. Ein schurkenfangender, Feinde schlagender Held. So macht er das nun mal. Kampf erprobt, er weiß, was er tut. Er führt das Batwiss-Team. Held zu sein erfordert viel Mut. Ein schwerer Job für ihn. Ist dir auf den Fersen, die Reifen drehen durch. Wenn du den Frieden störst, schneid dich lieber an und zitter vor Furcht, wenn du seinen Namen hörst. Es ist Bam, Bam, Justiz auf Räder. Schnell stoppt er die Kriminellen, ein Auto-Superstar. Bam, bam, mutig und genial. Ein schurkenfangender, Feinde schlagender Held. So macht er das nun mal. Bam, Justiz auf Räder, ja. Flink und schnell stoppt er die Kriminellen, ein Auto-Superstar. Bam, bam, mutig und genial. Ein schurkenfangender, Feinde schlagender Held. So macht er das nun mal. Ich bin nur irgendein Typ von der Gurkentruppe Batman, aber diesmal hast du's verguckt. Gurkenlaserstrahl! Ach, wunderschön. Er braucht neue Witze. Schick das Batmobil hier. Hey, der Kaugummi gehört Robin. Er würde mich sicher kosten lassen. Das habe ich schon immer gewollt. Ich denke nicht, dass Autos Kaugummiblasen machen können. Ach ja? Dann pass mal auf. Heilige Hamsterbäckchen, du schaffst es echt! Oh. Alarm! Batman braucht dich sofort, Bam. Ist bei dir alles okay? Ja, ich komme schon. Autoprobleme, Bats? Wenn du erlaubst, mache ich es noch ein wenig schlimmer. Scheinwerfer ersetzen. So habe ich nicht mehr gelacht, seit ich zuletzt gelacht habe. Es reicht, der Spaß ist vorbei. Du hast recht,
Batman. Es wird Zeit, dass du in die saure Gurke beißt. Sei doch nicht so sauer, Joker. Mein Auto steckt voller Überraschungen. Schau nicht so mies drein. Wenn du lachst, wird es gleich besser sein. Frust hat keinen Zweck. Lächel alle Sorgen einfach weg. Du wirst sehen, dein Ärger wird vergehen. Was soll schon groß geschehen? Das ist einfach zu verstehen. Nimm einfach jede Kurve. Sich all seinen Ängsten stellt. Wolken lichten sich und die Sonne scheint für dich und mich. Nimm ganz cool jede Kurve. Hey, flieg weiter! Oh, du willst spielen, hä? Du bist vielleicht süß. Ich nenne dich also... Elfie! Alarm! Bam! Der Pinguin hat mit seinem Entchenboot Ducky seltene tropische Fische gestohlen. Ich kümmere mich drum, wie sie. Tut mir leid, Kleiner, aber mich ruft meine Pflichten. Ich hab den diebischen Ducky im Visier. Batarang werfen! Mist, Batman! Oder zumindest dein blödes Auto! Elfie? Wie kommst du denn hier rein? Tut mir leid, aber im Augenblick störst du. Ich muss einen Bösewicht einfangen. Okay, aber komm mir nicht in die Quere, Elfie. Sieht es nach Regen aus? Ich würde sagen nein. Aber besser, man ist vorbereitet. Haha, quack, quack. Jetzt geht's los, Elfie. Elfie? Ciao, ciao, Bam. Ich verkaufe jetzt diese finanziell verlockenden Fische. Elfie, ich hab dir doch gesagt, dass, Ach, du kannst mich gar nicht verstehen, stimmt's? Natürlich nicht. Du bist eine Fledermaus. Okay. Finden wir Ducky. Hab dich! Los, Elfie! Kusch! Verzieh dich, du furchtbarer Flattermann! Toll gemacht, Elfie. Du bist ein cooles Kerlchen. Was für eine Nacht. Kommen wir zum Doppel-A, also ausspannen und aufladen. Bam, du bist wieder da. Du wolltest mir doch mit meinem Boostersprüngen helfen, weißt du noch? Komm mit. Und boom! Ja! Wow, echt super, Bibi. Du bist durch den Wüsten gekommen. Du bist toll, Bam. Das warst du allein. Okay, jetzt wird's aber höchste Zeit zum Aufladen. Bam, komm schnell! Das musst du unbedingt sehen!
Was gibt's, Buff? Ist er nicht zuckersüß? Oh, der kleine Alfie. Und ob er das ist? Aber so funktioniert meine Winde nicht. Versuch doch, ihn irgendwas apportieren zu lassen. Das mag er. Hey, ja. Ja. Holz! Brave Fledermaus! Oder auch nicht. Das wird gleich das beste Aufladen seit langem. Bam! Boah. Zeit für einen Anstarrwettbewerb. Fertig, dann los! Bloß nicht blinzeln, bloß nicht blinzeln! Ah, wieso verliere ich immer? Ich hab nicht mal echte Augenlider. Nächstes Mal gewinnst du bestimmt. Ben, ja. Bist du das? Hier unten! Oh, müssen wir schon wieder die Stalagmiten nachmessen? Genauso ist es. Gemessen habe ich schon Bertha, Tim, Michael und Big Bob. Und lass mich raten. Du brauchst Hilfe, um an Lil ranzukommen. Du kannst wohl meine Gedanken lesen. Hilfst du mir mit dem Bett an, Docker? Wow, sie ist schon 76 Zentimeter groß geworden. Mann, sie wird unglaublich schnell groß. Danke, Ben. Bam? Gute Nacht, Bam. Ich hab einfach die besten Freunde. Digga. Es liegt Spannung in der Luft hier bei der berühmten Gotham City Autoshow. Heute ist hier nämlich eine besonders berühmte Persönlichkeit zu Gast. Batman, würdest du uns ein paar Fragen beantworten? Tut mir leid, ich hab grad keine... Du hast heute Abend das weltbekannte Batmobil dabei. Erzähl uns, was dieses Auto so besonders macht. Da gibt es viele Gründe, aber die verrate ich lieber nicht. Ich würde sagen, die wichtigste Eigenschaft des Batmobils bei der Verbrecherjagd ist eindeutig sein Tempo. Erzähl mal, Batman. Diese elektrisch angetriebenen Wasserstoffturbinen erlauben eine Beschleunigung von 0 auf 100 in... 2 Sekunden. Und dann gibt es eine Menge Spezialfunktionen, die in dem Wagen stecken. Was kannst du uns dazu sagen, Batman? Ich rede nicht über die Sonderausstattung des Batmobils. Zu unserem Glück haben wir Archivaufnahmen. Wahrlich, fantastisch. Viele Einwohner Gothams haben auch gesehen, wie das Batmobil ankommt, wenn du es zu Hilfe rufst. Hast du dazu einen Kommentar? Nein. Tja, dann sehen wir uns auch dazu etwas Archivmaterial an. Oh nein, Batman! Oh nein! Oh, das Batmobil ist da und rettet ihn. So cool! Wow, Batman, du hast ihn damit! Oh, das Batmobil wirft Handschellen aus! Der Hammer! Was? Der Wahnsinn! Es wirkt, als würde das Auto selbstständig denken können. Das würde ich nicht sagen. Die Technik des Batmobils ist so fortschrittlich. Und wir fragen uns, was hat es eigentlich noch drauf? Ich kann nicht mehr! Alles in Ordnung? Es geht. Ich verstehe nur nicht, wie... Sie sagten es doch selbst. Man kann sich nur fragen, was das Batmobil noch alles drauf hat. Ich erzähl euch von dem Truck, der hier fährt, mit nem fetten E-Motor und nem goldenen Herz. Er ist tadellos. Nen besseren Bad-Freund findest du sonst nie, doch treffst du Unfug, dann ist ganz schnell Schluss mit Lieb. Denn dann zieht das Team los. Man nennt ihn Buff-Tuff. Größer als groß, wie ein Zug zieht er los. Er gibt niemals auf. Buff, Tuff, er weicht nie aus, sondern nur geradeaus. Buff, Tuff. Ihr Schurken, nehmt euch vor ihm in Acht. Dieser Monster-Truck hält euch wach bei Nacht. Diese fiese Maschine. Und mit Batman auf dem Fahrersitz bringt der Frieden nach Gotham und der Böse sitzt.
und er verzieht keine Miene. Denn er ist Batman, größer als groß, ihn zieht wieder los. Batman, er gibt niemals auf. Batman, er weicht nie aus, immer nur geradeaus. Batwing ist auf und unterwegs, geschmeidig und gepflegt. Ja, himmelhoch steigt sie hinauf. Sieht Schurken vors Gericht, dann Yoga-Unterricht. Mit Batwing-Stil hat sie es drauf. Mit Flügeln und mit Jet und Elektronetz ist sie stets kampfbereit. Ob ganz himmelhoch oder als U-Boot, Batwing bringt es weit. Seht, wie sie fliegt, fliegt. Verbrecher aus der Luft besiegt. Sie siegt, fliegt, fliegt. Verbrecher aus der Luft besiegt. Sie siegt. Sie steigt durchs Wolkenmeer empor, mit Radio im Ohr, die Diva hier im Batwheels Team. Hält Ausschau, wenn sie fliegt, hat alles stets im Blick, weiß, wohin die Schurken fliehen. Mit Flügeln und mit Jet und Elektronetz ist sie stets kampfbereit. Ob ganz himmelhoch oder als U-Boot, Batwing bringt es weit. Seht, wie sie fliegt, fliegt. Verbrecher aus der Luft besiegt. Ich nehme ein Bettbad. Das ist nur ein Blubberbad. Mit mir drin. Das verstehe ich gut, Batgirl. Ich werde eine Stunde Wohlfühlzeit in deinen Kalender einfügen. Perfekt. Du hast heute alles gegeben, Bibi. Du solltest dir auch etwas Entspannung gönnen. Entspannung? Zum Entspannen bin ich viel zu aufgedreht. Ich war der Hammer da draußen. Hast du mich gesehen? Ich muss die Energie noch irgendwie rauslassen. Am besten drehe ich ein Tanzvideo. Okay, BC. Spiel bitte etwas Tanzmusik für uns. Ah, natürlich. Wirklich klasse. Zuerst mal ein Move, den ich Hinterradhüpfer nenne. Wollt ihr nicht mitmachen? Tanzen wir gemeinsam herum.
Fantastisch, BC! Toller Beat! Okay, ihr Lieben, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Fahrt auf. Und zwar hiermit. Wir drehen uns im Kreis. Okay, kommen wir jetzt zu meinem speziellen Move. Er nennt sich Bibi Batusi. Bewegt die Hände und macht mit. Super Sache, so muss es aussehen. Jetzt kombinieren wir alles. Hüpft drauf und runter. Wirbelt im Kreis und wackelt mit den Händen. Ich bin richtig begeistert. Ihr könnt mit mir tanzen, solange ihr... Ich fühle mich wie neugeboren. BC, habe ich noch Wohlfühlzeit übrig? Ja. Du hast ungefähr 12 Minuten und 38 Sekunden übrig. Das ist ungefähr genug Zeit, um ein paar Bad Brownies zu verputzen. Das sind normale Brownies mit meinem Namen drauf. BC, Mo soll nach meinem Motorrad sehen. Ich glaube, da stimmt was nicht. Hallo, meine BFFs. Beste Freunde für immer. Es gibt wieder ein neues Video von mir und heute Abend nehme ich euch mit in das spannende Privatleben von Batwing. Ich bin soweit. Dann los! Bevor ich die Straßen von Gotham von Verbrechern säubere, säubere ich zunächst mal mich selbst. Ich empfehle extra Blasen. Sonst riecht man wie Fledermausmist. Entschuldige, Mo. Wusste nicht, dass du da drin bist. Hoppla. Oh, das riecht nach Kokosnuss und Kaugummi. Ja, das ist der Duft meiner Wahl. Oh, und ein Tipp für euch. Jeder braucht seinen eigenen Duft. Es wird Zeit fürs abendliche Briefing. Und als einziges Mitglied des Teams, das auch fliegen kann, bekomme ich oft ganz besondere Aufgaben zugeteilt. Guten Abend, Batwheels. Wir sind gewarnt worden, dass der Riddler im Kunstmuseum von Gotham etwas vorhaben könnte. Batwing, bitte flieg auf deiner Runde beim Museum vorbei. Wird gemacht! Habe ich schon erwähnt, dass ich das einzige fliegende Teammitglied bin? Das bedeutet, ich bin technisch auf dem neuesten Stand. Heute Abend probiere ich mein neues Infrarotsicht-Upgrade aus. Oh, ich liebe es, über die Stadt zu fliegen. Ganz besonders über den See im Gotham Park, da sehe ich mich selbst. Ich glühe wie ein Feuer in der Infrarotansicht. Oh oh, BC hatte recht, da passiert wirklich was im Museum. Das ist doch echt mal Glück für euch. Ihr könnt sehen, wie ich mein Batwing-Ding mache. Ein Rätsel für euch. Warum sollte man nie einem Künstler vertrauen? Weil wir es oft zu bunt treiben. Ich kenne mich nicht mit Kunst aus, aber ich weiß, was ich mag. Und das gehört nicht dazu. Zeit, die Rückwärtsturbine anzuschmeißen. Ich riech plötzlich nach Kokosnuss und Kaugummi. Der Riddler ist für euch verpackt, BC. Ruf die Polizei an. Wird gemacht. Gute Arbeit, Batwing. So, das war mein Tag. Habt noch eine schöne Zeit, ihr Lieben. Und denkt immer dran, breitet die Flügel aus und fliegt.
treiben uns rum, meine Kumpels und ich hier am Strand. Bat-Surfing, bap, bap. Reiten große Wellen, genießen Sonne, Wasser und Sand. Bat-Surfing, bap, bap. Wenn das Wasser steigt, kommt Spaß auf. Bat-Surfing. Wenn die Wellen brechen, kommt Spaß auf. Bat-Surfing. Treiben uns rum, meine Kumpels und ich hier am Strand. Bat-Surfing, bap, bap. Laut hören wir Musik und wir rasen schnell die Dünen entlang. Bat-Surfing, bap, bap. Jeder hier soll sehen, was mein Strandfahrzeug alles kann. Bat-Surfing, bap, bap. Wenn das Wasser steigt, kommt Spaß auf. Bat-Surfing. Wenn die Wellen brechen, kommt Spaß auf. Bat-Surfing. Treiben uns rum, meine Kumpels und ich hier am Strand. Bat-Surfing. Hier am Strand. Bat-Surfing, bap, bap. Reiten große Wellen, genießen Sonne, Wasser und Sand. Bat-Surfing, bap, bap. Wenn das Wasser steigt, kommt Spaß auf. Bat-Surfing. Wenn die Wellen brechen, kommt Spaß auf. Bat-Surfing. Treiben uns rum, meine Kumpels und ich hier am Strand. Bat-Surfing, bap, bap. Treiben uns rum, meine Kumpels und ich hier am Strand. Bat-Surfing.